Ja, hallo, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr seht. Hier die Lucifer News aus Braunschweig. Mein heutiges Thema ist Steinmeier Sabbat. Ja, ich hatte also, weil ich hier einen Film gemacht habe, Moderne Scharlatane, was so ein bisschen auf die Politik hier in Braunschweig hin zeigt. Unter anderem den Clip von Carola Reimann, SPD Braunschweig, mir runtergezogen. Oder nicht runtergezogen, sondern ich habe eine gekriegt von jemand, der eine runtergezogen hat, sagen wir es mal lieber so. Und wie gesagt, da ist so ein Ausschnitt mit Steinmeier drauf, wie er mit Carola Reimann von der SPD spricht. Und achtet mal auf Steinmeier, das ist eigentlich göttlich. Ne? Das ist irgendwie so, als ich würde dich natürlich, dich nehme ich da ja gleich und total geil. Also wie gesagt, achtet mal auf Steinmeier und seine Reaktion, Lesen bitte. ist es halt Ausdauer und auch dann bestimmte Dinge immer wieder vorzubringen, wenn man davon überzeugt Ja, ist. es ist also ganz schön heftig. Wie gesagt, wollt ihr das nochmal sehen? Hier nochmal Steinmeier. Lesen ist es halt Ausdauer und auch dann bestimmte Dinge immer wieder vorzubringen, wenn man davon überzeugt ist. Vielleicht nochmal zu Carola Reimann selbst, die in der SPD und in Braunschweig ist. Ja, sie unterstützt die Genlobby. Ne? Sie ist ja auch Biotech-Fachmännin. Also sie unterstützt die Genmafia, also auch Braunschweiger Kulturbesitz und den Genaussaat. Da steht sie natürlich hinter. Was natürlich, weil sie auch im Bundestag für die Gesundheit spricht, nicht so toll ist, weil Gensachen sind ja nun mal scheiße. Also da widerspricht sie sich ja ein bisschen. Ja, aber was soll man machen, ne? Ja, hier der Beitrag Ich bin ja dazu. Biotechnologin und habe natürlich ein großes Herz auch für die Forschung. Gesundheit ist immer ein sehr kontroverses Feld, weil es natürlich uns alle angeht. So ganz glaubwürdig ist das ja nun mal alles nicht, liebe Carola Stein. Carola Reimann, also beim besten Willen, man kann nicht sagen, man ist für Gesundheit und man ist für Gensachen. Also das passt beim besten Willen nicht. Aber das hatten wir auch, als ich am Stand der SPD noch vor 2 Jahren fragte, wie das denn mit Hartz IV ist, hat man gesagt, da ist man hier wohl am falschen Stand und bei der letzten Demonstration Gerecht geht anders von der Gewerkschaft hat sie sich dann wieder für die soziale Schiene entschieden. Also irgendwo muss man doch mal, sage ich mal, einen Weg finden. Da wird man langsam unglaubwürdig, liebe Carola Reimann von der SPD, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ich bin selber ein alter Sozialdemokrat und habe mich dank Schröder schon aus der SPD rausgezogen, weil ich das schon komisch fand. Aber das haut wirklich alles. Aber naja, gut, ist nicht meine Entscheidung, wie glaubwürdig man erscheint. Das ist nun mal das der SPD. Und wenn man ja sowas macht, naja, aber zum Glück haben wir ja den Stein mehr. Nichts. So, bleibt schön gut, bleibt sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Lucifer News. Ciao.